100 Jahre deutsches Steuersystem. In diesem Video machen wir einen kleinen Exkurs in die Geschichte des deutschen Steuersystems. Sie erfahren den Ursprung unseres jetzigen Systems durch die Erzbergerschen Steuer- und Finanzreform aus dem Jahre 1919-1920. Es mag vielleicht für den einen etwas langweilig sein, aber für den anderen vielleicht doch ganz interessant, wo die Wurzeln unseres jetzigen Steuersystems herkommen. Bleiben Sie dran und seien Sie gespannt. Hundert Jahre deutsches Steuersystem. Eine kleine Dokumentation. Nichts in dieser Welt ist sicher, außer dem Tod und den Steuern. Das sagte schon USA-Gründervater Benjamin Franklin. Über die Berechtigung vieler Steuern oder die Gerechtigkeit des Systems lässt sich streiten. Fakt ist aber, dass das Gemeinwesen ohne das finanzielle Zutun jedes Einzelnen nicht funktionieren würde. Ein erheblicher Teil fließt außerdem in die Sozialausgaben und natürlich dienen Steuern auch dem Staat zur Lenkung. Wie dem auch sei. Tja, von Mitte 1919 bis Frühjahr 1920 wurde mit der Erzbergerschen Steuer- und Finanzreform der Grundstein für das deutsche Steuersystem gelegt. Matthias Erzberger war 1919 und 1920 Reichsfinanzminister. Grundlage des deutschen Steuersystems sind also die nach dem Reichsfinanzminister Matthias Erzberger benannten Erzbergerschen Steuer- und Finanzreformen von 1919-1920. Matthias Erzberger lebte leider nur von 1875 bis 1921. Er wurde dann ermordet. Durch ihn wurde ein neues Steuersystem geschaffen. Die Basis war eine einheitliche Besteuerung mit einer progressiv ausgestalteten Einkommensteuer quasi als Herzstück. Weitere direkte und indirekte Reichssteuern kamen noch hinzu. Die Steuerkompetenz ging also auf das Reich über. Die Länder und Kommunen wurden prozentual an den Steuereinnahmen beteiligt. Vor der Finanzreform war es so, dass das Deutsche Reich im Wesentlichen von seinen Gliedstaaten finanziert wurde. Jetzt erhielt das Reich die Steuerertragshoheit bei der Einkommen-, Körperschaft- und Umsatzsteuer. Im Zuge dieser Reform entstanden die ersten Finanzämter. Der Erste Weltkrieg hatte das Deutsche Reich nicht nur politisch und militärisch, sondern auch finanziell in den Abgrund gerissen. Die Staatsfinanzen waren zerrüttet. Der Krieg wurde nämlich nicht von Steuergeldern, sondern von Staatsanleihen finanziert, also quasi auf Pump. Schätzungen gehen von 150 Milliarden Reichsmark Kriegsanleihen aus und ca. 130 Milliarden Reichsmark Reparationen. Dem standen nur 5 Milliarden Reichsmark Steuereinnahmen aller Gebietskörperschaften zusammen gegenüber. Innerhalb von nur 9 Monaten schaffte es Erzberger, ein neues Finanzsystem zu schaffen. Der Schuldenberg, der war ja riesig. Es mussten also Pläne für ein neues Steuersystem her. Ja, und übrigens betrugen 1913 die Schulden nur 5 Milliarden Reichsmark. Es traten Forderungen auf, den Staatsbankrott zu erklären. Dem trat aber Reichsfinanzminister Matthias Erzberger vehement entgegen. Er wollte nicht das einfache Volk, das guten Gewissens die Kriegsanleihen gezeichnet hatte, weiter schädigen. Außerdem wollte er die Kreditwürdigkeit Deutschlands erhalten. Es musste also dringend eine Lösung gefunden werden. Vorangegangene Reformversuche waren alle gescheitert. Ja, innerhalb von nur 9 Monaten, das sagte ich bereits, schufen Matthias Erzberger ein völlig neues Steuersystem für Deutschland und eine neue Finanzverfassung und Verwaltung. Vorentwürfe aus dem Ministerium bezog er in sein Vorhaben ein. Das waren vor allem die Arbeiten vom Staatssekretär Enno Becker zur Reichsabgabenordnung. Schauen wir uns einmal die drei wesentlichen Inhalte dieser Reichsfinanzreform an. Es wurde ein neues, gerechtes Steuersystem auf einheitlicher Besteuerungsgrundlage geschaffen. Herzstück war eine progressiv ausgestaltete Einkommensteuer, der einige ertragsstarke Steuerarten für das Reich zur Seite gestellt wurden. Das waren die Erbschaftssteuer, Kapitalertragssteuer und die Grunderwerbssteuer.
Bis dahin hatten im Kaiserreich der Schwerpunkt auf Verbrauchsteuern gelegen. Die Einkommenssteuer hingegen war gering und betrug beispielsweise in Preußen maximal 4%. Nun wurde der Spitzensteuersatz auf 60% angehoben, also eine exorbitante Steuererhöhung. Das Einkommensteuerrecht war von Anfang an komplex. Das System der Freibeträge entstand. Luxussteuern wurden ebenso eingeführt wie die Dividendenbesteuerung. Die Strafgesetzgebung für Kapitalflucht wurde konstituiert. Die zeitnahe Besteuerung an der Quelle wurde begründet. Um die Wirtschaftskraft nicht zu schwächen, kam es jedoch zu einer gesonderten, milderen Besteuerung durch die Körperschaftssteuer für Firmen. Das Ziel Erzbergers war es, 25 Milliarden Reichsmark pro Jahr an Steuern und Abgaben für das Reich zu erzielen. 14 Milliarden Reichsmark durch direkte Steuern und 11 Milliarden Reichsmark durch indirekte Steuern. Von den 14 Milliarden Reichsmark direkte Steuern waren 8 Milliarden Reichsmark Einkommensteuer. Das war quasi eine Verfünffachung aller Steuern der Gebietskörperschaften für das Reich gegenüber dem Vorkriegsjahr. Auch die erst im Kriegsjahr 1916 in Deutschland eingeführte Umsatzsteuer wurde als direkte Steuer stark erhöht. Sie betrug in der Gesamtbelastung dann 7,5%. Hinzu trat eine doppelt so hohe Steuer auf Luxuswaren mit 15% sowie zahlreiche andere indirekte Steuern wie zum Beispiel Beförderungssteuer für alle Transportarten, die Kohlesteuer, Salzsteuer, Zuckersteuer, Zündholzsteuer und so weiter. Der zweite wesentliche Inhalt der Finanzreform war folgender. Zur Veranlagung und Bewältigung des komplexen neuen Steuersystems entstand eine zentrale Reichsverwaltung. Die Einheitlichkeit der Besteuerung und konsequente Anwendung der Gesetze und Verordnungen sah Erzberger nur durch eine reichseinheitliche Verwaltung mit entsprechend ausgebildeten und verpflichteten Beamten gewährleistet. Eine besondere Leistung war es, die Länder für eine neue zentrale Verwaltung zu gewinnen. Als Voraussetzung für eine gerechte und gleichmäßige Veranlagung wurde eine einheitliche Reichsabgabenordnung geschaffen. Ein straffes Netz von Finanzämtern und Finanzdirektionen in der Republik entstand. Die konsequente Zentralisierung der Finanzverwaltung veränderte den historisch gewachsenen deutschen Föderalismus grundlegend. Kreise und Kommunen orientierten sich damit zwangsläufig stärker auf den Nationalstaat als auf die Länder hin. Der dritte wesentliche Inhalt der Reichsfinanzreform war die Neuregelung der Finanzbeziehungen zwischen dem Reich und den Ländern und den Kommunen. Die Finanzbeziehungen zwischen dem Reich, den Ländern und den Kommunen wurden von Grund auf neu geregelt, inklusive eines vertikalen Finanzausgleiches der Ebenen. Ein horizontaler Finanzausgleich unter den Ländern hingegen war nicht vorgesehen. Die Steuerkompetenz ging auf die Weimarer Reichsverfassung fußend nun von wenigen verbleibenden Ländersteuern wie der Grund- und der Gewerbesteuer abgesehen auf das Reich über. Damit verloren die Gliedstaaten der Weimarer Republik faktisch ihre Finanzhoheit. Im Gegenzug beteiligte das Reich aber die Länder und Gemeinden prozentual an den Steuernahmen und dies in nicht unbeträchtlichem Umfang. Also die Länder erhielten zum Beispiel 57% der Einkommensteuer, 50% der neuen Gewerbesteuern und 20% der neuen Erbschaftssteuern. Ja, insbesondere die Rechtsparteien im Reichstag opponierten heftig gegen die erzbergische Finanzreform. Durch später widerlegte Vorwürfe der Steuerhinterziehung, Kapitalverschiebung und Interessenverquickung im April 1920 zum Rücktritt als Finanzminister veranlasst, setzte sich Erzberger gerichtlich gegen den deutschnationalen Karl Helfrich zur Wehr. Ein Ermittlungsverfahren gegen ihn wurde wenige Tage vor seiner Ermordung eingestellt. Seine Ermordung am 17. August 1921 im Schwarzwald durch Rechtsextremisten verhinderte die Rückkehr Erzbergers auf die nationale politische Bühne. Tja, mit der Reichsfinanzreform legte Erzberger die Grundlage für eine Stabilisierung der Weimarer Republik
und eine effiziente Reichsverwaltung. Selten gelingt es in der politischen Praxis eine solche Jahrhundertreform. Eine durchgreifende Sanierung des Reichshaushalts und die Verhinderung der späteren Hyperinflation war damit freilich noch nicht verbunden. Im Prinzip überstand das erzbergische Finanzsystem den Machtwechsel 1933 unverändert. Man versuchte den Ausgleich zwischen einem unitaristischen und einem föderalistischen Prinzip sowohl bei den Steuerarten wie in der gemischten Ausgestaltung der Finanzverwaltung. Die Grundzüge der erzbergischen Finanzreform wurden freilich beibehalten, und wo sie zunächst zugunsten der Länder 1949 korrigiert worden waren. Im Laufe der Jahre wurden sie aber stetig zugunsten der Bundesebenen ausgedehnt. Die zahlreichen Steuerarten werden in direkte und indirekte Steuern untergliedert. Zu den direkten Steuern zählen unter anderem die Lohnsteuer und andere Einkommenssteuern, die Körperschaftssteuer, die Kapitalertragssteuer, die Kraftfahrzeugsteuer, der Solidaritätszuschlag, die Erbschaftssteuer und Schenkungssteuer, also die Vermögenssteuer, die Grunderwerbsteuer, die Gewerbesteuer, die Grundsteuer, die Abgeltungssteuer und zum Beispiel auch die Jagdsteuer. Also direkte Steuern sind gemäß der Abgabenordnung Besitz-, Real- und Verkehrssteuern und werden auf Einkommen und Vermögen erhoben. Bei den indirekten Steuern sind Steuerschuldner und Steuererträge nicht identisch. Das heißt, hier wird die Steuer nicht vom Steuerträger direkt abgeführt, sondern indirekt vom Steuerschuldner. Also die Steuern werden nicht direkt an das Finanzamt erhoben. Die direkte Steuer wird über den Preis einer Ware oder Dienstleistung erhoben. Ja, denn wird jedes Jahr meist Ende des Sommers eine Steuerspirale rausgegeben. Hier sehen Sie mal eine Grafik aus dem Jahr 2013. Sie stellt die Einnahmen des Staates aus den wichtigen Steuerarten dar. Leider sind die aktuellen Steuerspiralen nicht zur Wiederverwendung hier in Videos erlaubt. Deswegen muss ich hier auch eine alte zurückgreifen und sie ist leider nicht ganz so deutlich zu lesen. Ich habe jetzt hier mal eine noch ältere Steuerspirale im Vergleich 2003 und 2005. Da sieht man, also welche Steuer bringt dem Staat am meisten. 2003 war es die Umsatz- oder Mehrwertsteuer noch und 2005 übernahm die Lohnsteuer das Zügel. Hier sehen wir dann die einzelnen anderen Steuerarten, wie sie sich prozentual verändern. Ja, das war ein kleiner Ausflug in die Geschichte des Steuersystems von Deutschland. Es ist jetzt 100 Jahre alt. Warten wir ab, ob und wie es mal reformiert wird. Fakt ist, dass es eine Steuererklärung, die auf einem Bierdeckel passt, wohl nie geben wird. Ja, und abschließend möchte ich nochmal darauf hinweisen, sichern Sie sich unbedingt unter diesem Video meinen Gratis-Report 7 Schritte zur Steuererklärung.